Herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider. Hey! Und wir sind hier in einem Herausforderungsgrab. Stehen geblieben, sind gerade angekommen, zumindest hier beim Lager, und jetzt geht's hier weiter. Hier hoch. Durch eine Gänge, wo eigentlich die Yaxis immer durchlaufen. Unglaublich, diese Baukunst generell, ja. Und immer in so Höhlen und versteckt gebaut. Die Piranhas fressen die Leichen auf. Na, solange sie die Leichen fressen und nicht mich, ist ja alles okay. Okay, das sehe ich schon. Da ist ein Floß wieder angebunden. Mit den Leichen kann ich nichts machen, oder? So verteilenmäßig oder so. So, da tauchen wir doch einmal ab. Fuck you. Zum Glück sind die Piranhas nur oben. Fuck you. Ist natürlich nicht beleidigend gemeint, das Fuck you, ne? Ich sag das einfach nur, weil ich immer ein F drücken muss. Ein F wie Fuck you. Ist nicht böse gemeint. So, hier haben wir ein Überlebensversteck. Wir schnappen uns erstmal wieder Luft. Genau. Und dann schauen wir uns weiter hier unten um. Hier ging es ja noch rein. Nochmal Maya. Primitive Puppe, ein Abbild. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir von diesen Dingern jetzt schon gefunden haben. 6 Stück, 8 Stück, ich habe keine Ahnung. Unfassbar für die Entwickler, dass sie so einen Scheiß machen. Handgemachte Puppen. Sechsmal Jade. Aha, Bergungsgut. So, wir gehen von unten herum, sage ich jetzt mal wieder zurück. Wir sehen uns nämlich die Piranhas, wie gesagt, ja nicht. Oder gibt es hier auch noch irgendwie was? Man sieht ja so schlecht was hier. Da geht's nicht durch. Da hinten leuchtet's noch. Das ist noch ein Überlebensversteck. Die brauchen wir natürlich. So, sonst dürfte hier eigentlich nichts mehr sein. Dokumente und ein Wandgemälde. Ja, ja. So.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Es ist jetzt schon so lange her, wo meine Freundin das Spiel gespielt hat, und trotzdem weiß ich doch noch alles. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und habe somit eigentlich nur alles einmal gesehen, aber trotzdem alles eingebrannt. Testament des T. Serrano, ein Bericht. Ich bin Trujillo Serrano, und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. Damit das Geheimnis, wo die Kiste ist, die silberne Schatulle natürlich nicht rauskommt. Kult von de la Cruz, abgeschlossen. Und ein Wandgemälde. Maya. Darstellung eines Entwässerungssystems. Wenn Stürme wüten und Flüsse anschwellen, lenkt die Wasser, um den Durst der Götter zu stillen, die sich über und unter euch plagen. Okay. Prüfung der Götter abgeschlossen. Oh, so mittlerweile schließen wir alles Mögliche ab. Sehr schön. Geht nur so rum. Dadurch wurde jetzt das Wasser niedriger. Okay. Haben wir hier noch etwas? Nee. Nur noch da hinten ein Dokument. Shit. Nee, hier runter wollte ich eigentlich nicht. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ah. Oder auch nicht. Ah, doch, hier. Zum Glück haben die Bauwerkleute hier, die ihr Kunstwerk hier vollendet haben, so gedacht, dass man auch über eine hochklettern kann, wenn man mal runterfällt. So, auf die Lösung habe ich meine Freundin gebracht. Ist auf jeden Fall cool gemacht. So. Das Seil wäre nämlich wieder abgerissen und das Tor wieder zugegangen. Hätte man das Wasser nicht wieder direkt umgeleitet. Gehen natürlich schön außen rum. So. Wir sind demnach also drin.
ein Dokument fehlt uns noch. Da liegt es. Maya. Beschreibe eines Alux. Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleider und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Okay. Zum Glück, wenn man so ein Häuschen baut, erschafft man zwar einen, aber man hat keine Ahnung, wie er heißt. Von daher kann man seinen Namen niemals rufen. Das ist gut. Legenden Maya. Story abgeschlossen. Das neigt sich wohl alles langsam mit dem Ende zu, aber wir sind noch bei 83% nur abgeschlossen. So, zu finden haben wir eigentlich nichts mehr. Die Textur stimmt nicht so ganz hier, glaube ich. Wir haben es geschafft. Errungenschaft freigeschaltet. Tomb Raider. Angriff der Wespe. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei den patzernden Feinden. Das ist gut. Durstige Götter, Grab abgeschlossen. Hui, wo geht's denn hier hin? Ich müsste nah dran sein. Wo bin ich denn? Okay. Den Rückweg kenne ich nicht. Runterfallen sollten wir mal nicht. Ausnahmsweise. Wo bin ich hier? Das sieht schon wieder so ungewollt aus. Also, ich will es nicht. Hä? Okay. Wo bin ich? Da geht's nirgends hin, ne? Ach ja, hier bin ich jetzt. Das Lager ist ein Stückchen weiter weg. Vielleicht brauchen wir das Lager ja gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. Wir sind ja schon am Anfang. Ja, cool. Ich weiß nämlich noch bei meiner Freundin, sie musste gegen Yaxi kämpfen dann. Auf ihren Rückweg. Ja, cool. Ich hoffe aber, wir haben jetzt nichts über verfehlt dann oder so, aber ich denke mal nicht. Dokumente, die sind alle in der Bibliothek.
Was ist das hier nochmal? Achso. Eine Aufgabe noch. Stimmt, ich muss auch zu dem alten Mann. Sehr schön, da musste ich sogar nicht kämpfen. Das ist gut. Ich finde es persönlich gut. So, noch meiner Freundin gerade zurückschreiben. Und ich muss ja auch noch Zeit nehmen. Für jemanden auf YouTube, der mir einen Kommentar hinterlassen hat, nämlich der Löli 1976. Mal gucken, ob der noch hier zuguckt, wenn er hier bei diesem Teil ankommt. Muss ich gerade mal gucken, was er kommentiert hat. Er kommentiert nämlich hauptsächlich eigentlich hier bei Shadow of the Tomb Raider Teil. Deswegen, hallo Löli. Ah, okay. Okay, ich mache die Folge doch noch zu Ende. Löli, ich antworte dir gleich. Gut. Wenn du hier bei dem Teil bist, sozusagen hier anguckst, habe ich dir ja schon vor Wochen geantwortet. Schon interessant, oder? Dieses Zeitphänomen, das Zeitfenster. Doc Brown fände das auch faszinierend. Er schreibt hier auch gerade, dass es mit diesen Lagern natürlich eine echt heikle Sache ist. Und der beim Endbosskampf nach 4 Stunden es immer noch nicht geschafft hat, weil er dann auch immer beim Klettern immer wieder abstürzen stirbt. Ja, die Szene kenne ich auch noch aus dem Endboss zu kommen mit Klettern, also da bin ich auch mal gespannt. So, erzählt die Kleine was? Nie. Okay, dann gehen wir mal zum alten Mann. Oh, ist voll. Ist das hier denn auch voll? Tatsächlich. Trotzdem voll. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist leer. Es wird geläutet. Abendessen. So, alter Mann. F. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Sabía que lo haría. Tome esto. A mí ya no me sirve. Ahora, cuénteme todo. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Maldito pez peligroso. Adelante. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Los señores de Xibalba, ¿verdad? Increíble. ¿Qué más? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ah, puedo verlo, puedo olerlo, sentirlo, saborearlo. Hizo llorar de felicidad a este anciano. No tengo
palabras para agradecerle. Quiero que tenga algo. Manu, ich kann nicht. Insisto, por favor. Es la primera reliquia que encontré. Es hermosa y compleja. Un cráneo decorado. Quiero que la tenga alguien que explora con la misma pasión que lo hacía yo en mi juventud. Nunca deje morir su curiosidad ni su capacidad de maravillarse. Niemals. Danke, Manu. So, Maya, 100%. Oh, ein verzierter Schädel. Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Mhm. Schön. Na denn. Maya haben wir vollständig. Sehr schön. So, das heißt, wir gehen dann erstmal speichern, bevor wir da hingehen. Gehen wir einfach hier zum nächsten Dings. Wir haben hier jetzt alles voll, eigentlich bis auf die Dokumente. Mission abgeschlossen, Mysterien der Mission. Alte Dialekte verbessert, Monolithen freigeschaltet. So, erzählst du noch was? Wahrscheinlich nicht. Gut, wir sind jetzt bei knapp fast 22 Minuten, wenn ich fertig bin, auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal den Löli antworten und euch wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube und auf meiner Seite auf jeden Fall. Und vielleicht noch mit meinen anderen Let's Plays. Ich hoffe, euch gefallen die Teile hier und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben. Falls euch mal was nicht gefällt, bitte kommentiert es. Ich will wissen, wo ich mich eventuell verbessern könnte. Nur durch euch schaffe ich das. Wenn ihr einfach weggeht oder nur, ja gut, wenn ihr nur 5 Minuten schaut und wieder wegschaltet, dann hört ihr das Ganze ja nicht mehr. Blöd. Ja gut, aber ich hoffe, ihr guckt hier bis zum Ende und wenn euch Kritike einfallen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es lesen. Ich würde mich bei euch bedanken dafür. Einfach nur um zu wissen, wo könnte ich mich nochmal verbessern oder sonst wie. Okay. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Löhr Gameplays als Hobby. Ich wünsche euch wie gesagt noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.